Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Hasso von Casey Rebel. Alle weiteren Informationen zu diesem Album und der Tracklist sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hasso von Casey Rebel, das Ganze im April 2019 erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 7. Album von Casey Rebel, das Ganze über Rebel Army erschienen. Wir haben hier ein reguläres Toolcase. Auf dem Cover abgebildet Casey Rebel, darüber auch der Schriftzug. Und dann haben wir den Schriftzug Hasso, wobei hier das A ein Alpha, also ein kleines Alpha, glaube ich, ist. Dann haben wir hier das Unendlichkeitszeichen und das O hier das Omega. Und das ist auch der Grund, hier lesen wir es, in Gedenken an Hasan Köksicen. Also das ist der Vater von Casey Rebel, der eben vor diesem Album oder im Entstehungsprozess dieses Albums verstorben ist und dann eben ihm hier entsprechend gedacht wird und auch hier der Albumtitel gewidmet wurde. Seitlich beschriftet. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 14 Tracks an der Zahl. Features mit dabei von Vasel, Summerjam, Capital Bra, Ufo 361, Elias, Raf Camora und Contra K. Infos, Barcode und Logos. So, dann schauen wir rein. Einmal hier aufklappen und dann geht es direkt ins Booklet, wenn ich es rausbekomme. Jawohl. So, Cover. Dann haben wir hier ein paar Zitate. Dann hier nochmal mit dem Unendlichkeitszeichen. Das A. Dann haben wir hier, das ist er. Also wir lesen hier 1949 bis 2018 und das ist dann der Sohn von Casey Rebel, den er eben auch so benannt hat. Also in Gedenken an seinen Vater auch hier den Kleinen so genannt hat, auch wenn der eben einige Tage hier vor ihm kam, also 20.09.2018 kam der hier zur Welt und er ist eben am 2. Oktober 2018 dann verstorben. So, dann haben wir hier einmal noch Fotos, dann die Infos, die Credits zum Album und das war's soweit. Gut, wir packen das Ganze wieder zurück. Einmal hier das Booklet ins Toolcase und dann machen wir direkt weiter mit der CD. Hier haben wir auch Hasso All Over. Ja, was ist das für eine Farbe? So blau-grün, Petrol. Und dahinter auch nochmal Unendlichkeitszeichen, Alpha Omega und die Hasso-Schriftzüge. Genau, das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Casey Rebel und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.